Laufe dieser Ausbildungseröffnung erfahren. Bravo! Süße Bravo, finde ich auch, ja. Das ist doch mal ein richtiges Echo, das wünscht man sich auch sonntags noch nicht mehr. Wir haben Herrn Behre, Winfried Behre, wo ist er denn? Herr Behre, wo ist er denn? Ohne Herrn Behre können wir hier nichts machen. Der ist doch so groß. Seht ihr Herrn Behre? Habt ihr ihn schon gesehen? Nicht, dass wir hier die Ausstellung eröffnen und der, dem wir sie verdanken, ist etwa gar nicht da. Wollte sich noch umziehen. Er wollte sich noch umziehen. Ich höre gerade, er will sich noch umziehen. Okay, das sei ihm gegönnt. Winfried Behre hat auf diese Ausstellung ungefähr 3 Jahre gewartet. Das war ziemlich mühselig, weil wir hier so viele Ausstellungen haben. Und es war auch gar nicht so einfach zu gucken, wie passen denn die Steine hier rein und sollen die nicht vielleicht lieber draußen auf dem Platz sein. Also da hat der Ausstellungskreis der Markenkirchengemeinde, für den ich hier im Augenblick stehe, ziemlich viel mit Herrn Behre zusammen überlegen müssen, bis wir so weit waren, dass wir sagen konnten, jetzt kann die Ausstellung stattfinden. Herr Behre stammt aus Hannover, ist Steinbildhauer und deswegen freut er sich besonders, dass er hier in der zentralen Kirche von Hannover nun auch seine Ausstellung haben kann. Ja, und die vielen Kinder, die wir hier sehen, sind Kinder der Grundschule Goethestraße. Wenn ich das falsch sage, müsst ihr es mir sagen. Es sind Kinder aus 23 Nationen und sie werden ein Lied singen, ein japanisches Lied. Das hängt auch zusammen mit jemandem, der Herrn Behre in der Steinbildhauerei unterrichtet hat, nämlich mit Makoto Fujibara. Das ist sein Lehrer gewesen, Herr Behre war Meisterschüler von ihm. Ich glaube, das hängt damit, deswegen singen die Kinder auch ein japanisches Lied. Dann wird unser Diakoniepastor Walter Lampe über die Arbeit von Herrn Behre einen kleinen Vortrag halten, dann werden die Kinder nochmal singen. Dann gibt es hier auch ein bisschen was zu essen und zu trinken und natürlich zu schauen. Die Steine wollen ja angeschaut werden. Und dann möchte ich noch eine kleine Änderung bekannt geben. Am nächsten Mittwoch wird nicht Herr Danowski, sondern Herr Stier, Michael Stier, Pastor der Stadtakademie, zum Thema Steine des Anstoßes reden. Und am 6. Mai Herr Danowski über das Thema Steine reden. Wir haben also die beiden Themen.